Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Trainerkarriere. Und ja, wir spielen gegen wen auch sonst, gegen Bayern München zum dritten Mal in, ich glaube, 4 Wochen oder die letzten 4 Spiele davon waren halt 3 gegen die Bayern, inklusive diesem hier. Ja, es dürfte sogar eine kürzere Zeit gewesen sein, da wir ja in der Champions League immer gespielt haben. Also wahrscheinlich in 2 Wochen hier 4 Spiele. Quatsch, 3 gegen die Bayern. Das ist schon heftig. Sieht man dann auch daran, dass wir die Spiele jetzt nicht mehr so ganz konsequent gewinnen, sondern schon so ein bisschen ausgelaugt sind. So, ich glaube, ja, den Regen müssen wir noch schnell ausstellen gleich. Und Subotic nehmen wir mal runter. Da kommt Sokrates drauf und Günther geht auf die Bank. Alles andere sollte so bleiben. Denn, ja, ich weiß nicht, ob Gündogan jetzt wirklich zu ersetzen ist. Na gut, wir versuchen es mal mit Şahin. Mal sehen, wie es läuft. Und dann den Regen natürlich noch wieder ausstellen, der nervt mich ja ein bisschen. Bewölkt ist immer schön. So, und dann geht's los gegen die Bayern. Ich bin gespannt. Also in der Tabelle können wir, glaube ich, nicht mehr so viel anrichten, da die Bayern ja noch ein Spiel weniger haben und das wahrscheinlich gewonnen haben werden. Wird es so sein, dass die mittlerweile 11 Punkte Vorsprung auf uns haben. Wenn wir das Spiel hier gewinnen, sind es dann halt nur noch 8. Aber so viel bringt uns das jetzt auch nicht. Normalerweise sagt man hier 6 Punkte Spiel. Aber für uns nicht wirklich, wenn man es so nimmt. Da wir eh keine Chance mehr haben, vorne irgendwie anzuknüpfen. Gut, wäre ein Wunder für mich, wenn Bayern jetzt hier wirklich ein totales Formtief hat. Ich meine, die haben ja zuletzt wirklich mal öfters unentschieden gespielt. Das haben wir ja gesehen. Ich glaube, verloren haben sie trotzdem nicht, aber unentschieden gab es dann mal. Und deswegen kamen wir jetzt zwischenzeitlich wieder ran. Oh, lauf doch nach unten mit! Und ja, durch das Unentschieden in Wolfsburg jetzt, beziehungsweise gegen Wolfsburg, sind wir dann doch ein bisschen ins Hintertreffen geraten und haben jetzt wieder Probleme, was die Tabelle angeht. Ist natürlich auch blöd gelaufen, das Spiel, ganz ehrlich. So, hier haben wir beinahe gleich das Gegentor bekommen. So, läufst du jetzt mal nach vorne? Nö. Leute, ihr müsst echt mal ein bisschen eure Laufwege anpassen. Das ist echt nicht normal hier, dass hier keine Leute freilaufen. Dass wir hier hinten immer eine halbe Stunde brauchen, bis wir den Ball rauskriegen. Weil kein Mensch da steht, wo er stehen soll. So, da oben. Oh, 5 Stunden später spielt er den Pass. Mann, Mann. Die haben einfach viel zu viel Reaktionszeit hier. Muss sofort gespielt werden, wenn ich das sag. Sonst können wir hier ja auch, boah, das Ganze einstampfen. So. Geh mal rauf da jetzt. Wieder nicht. Wieder nicht. Wieder nicht. Oh, das gibt eine gelbe. Das gibt eine gelbe für Blaschikowski, aber der hat bisher, glaube ich, noch nicht so häufig die gelbe gesehen. Aber irgendwie ist es immer so, wenn ich mit jemandem die gelbe habe, dann bin ich wirklich zurückhaltender. Weil die gelb-rote, die möchte ich dann wirklich nicht kassieren. Und deswegen habe ich danach immer so ein bisschen Bedenken, wenn ich mit den Spielern reingehe. Geht doch mal weg! Die laufen hier auf uns zu, also haben die irgendwie was gesoffen oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Wo passt du? Ich habe nach oben gedrückt. Das ist so lächerlich. Ich habe lange nach oben gedrückt und er spielt den ganz kurz nach unten. Frag mich, was da für eine Erkennung manchmal drin ist. Ganz komische Sache. So, Levy auf Blaschi. Blaschi zurück auf Levy. Und der muss abziehen, aber war jetzt nicht wirklich doll. Aber ich glaube, die erste Chance für uns. Und ja. Die war ein bisschen besser als die vom Gegner, denn die wurde ja nicht zu Ende gespielt. Oh, Levy, lauf doch mal oben lang, Junge. Wo willst du denn da hin? In der Mitte kommt da kein Mensch. Oh Mann. Der Lewandowski und seine Laufwege. Beziehungsweise das ist ja generell hier so bei den Stürmern. Die laufen immer irgendwie innen lang, wo man da überhaupt gar nicht den Ball kriegen kann. Das wäre nur, wenn man jetzt wirklich die Flanke spielt, wäre das vielleicht mal ein bisschen schlau, aber sonst. Die Bälle kann man da nicht kriegen, wenn man nach innen unterwegs ist. So lahm, was macht denn der hier vorne? Mal gleich dafür sorgen, dass da jetzt nichts wird hier mit dem Kleinen. Gut, Einwurf für uns. Ja, Bayern natürlich wie gewohnt stark unterwegs. Haben wir noch nie so wirklich ein leichtes Spiel gehabt, obwohl das erste, das war schon relativ dominant von uns gestaltet. Das erste, was wir gegen Bayern mal hatten. Da haben wir, glaube ich, auch 3-0 gewonnen oder so. Oder 3-1, ich weiß es gar nicht mehr. Und Aubameyang darf. Oh, gute Parade hier von Neuer.
Sonst wäre das Ding schon drin gewesen. Haben wir bei anderen Torhütern schon das häufigere Mal gesehen, dass sie sowas reinlassen. Aber natürlich nicht Neuer. Oh. Der war ein bisschen zu kurz, sonst wäre der natürlich auch aufs Tor gekommen. So, da oben steht jemand frei. Wahrscheinlich würde er jetzt nach unten spielen, genau. Weil wir da oben, da unten nicht mehr stehen. Ist aber immer so, sonst hätte er nach oben gespielt. Wäre, glaube ich, egal. So, Götze hier. Der Ex-Dortmunder. Sorgt bisher hier noch nicht so viel für Furore. Ist auch gut so. Denn wenn der erstmal anfängt, dann kann es mal böse ausgehen. Ich weiß auch gar nicht, wen die hier immer Stamm spielen lassen. Das ist immer so blöd. Kann man immer kaum einsehen. Dann sollte ich mal so ein bisschen mehr Statistik einführen. Oh, ein Glück. Geht er da durch die Beine, der Ball. So, Levy, lauf mit. Mann, warum bleibst du da stehen? Welcher offensive Spieler bleibt stehen, wenn ein Angriff anfängt? Das verstehe ich gar nicht. Ja, und er kriegt den Ball wieder nicht da. Jetzt kriegt er... nee. Das ist eine Konstellation hier. Da steht unten ein Spieler, den will ich anspielen. Dann läuft Lewandowski von oben nach unten, weil er den Pass annehmen will. Also das ist doch echt verarscht hier. Hallo, Torwart. Na, ein Glück kann der nicht lupfen, doch. Der bleibt da drin stehen und trinkt einen Kaffee. Also das ist ja extrem hier, Freunde. So. Nein, was macht er denn da, Mensch? Der Gegner kriegt das immer so schön hin, hier auf einer Linie dann noch ein... Oh, ja, klar, das war kein Foul, ne? Nö, ach, wir kriegen hier sofort die Gelbe für jeden Quark und... Der Heini kriegt hier gar nichts. Das nervt auch extrem, also... Das habe ich in letzter Zeit wieder so richtig stark gehabt hier, dass irgendwelche Fouls vom Gegner nicht abgepfiffen wurden und danach dann die wirklich entscheidenden Chancen kamen. Oftmals dadurch, dass ich vielleicht so ein bisschen gereizt war und mich da aufgeregt habe drüber, aber das kann echt nicht wahr sein, was der hier manchmal nicht pfeift. Ich meine, das war jetzt eben nicht so schlimm, aber bringt mich zu dem Thema halt, dass hier echt vieles nicht gepfiffen wird. Was machst du? Das, oh nee, muss ich nicht verstehen. Vor allen Dingen stehen da vier Leute vom Gegner. Ich weiß gar nicht, wo die anderen stehen von denen. Können ja in der Defensive überhaupt gar keine Leute mehr unterwegs sein. So, Pisscheck. Auf Blaschi und zurück, wieder zurück, hast du gedacht. So, und jetzt hier bitte Hummels auf Schmelle. Tja, lauf doch mal nach vorne, Freunde. Was war denn das? Aubameyang, das war überhaupt nichts, gar nichts. Das kannst du doch nicht mal in der Kreisliga bringen, sowas. Du sollst den Ball annehmen und da nicht rumstehen und gar nichts machen. Tja, super Teil. Eigentlich waren wir da noch dran, so gibt es wenigstens nur den Einwurf hier und keine wirklich gute Chance. Top, dass wir den nicht kriegen. So, geh ran. Ah, natürlich. Jetzt gibt's die Flanke. Oh ja, sicher. Oh, Mann, halten fest. Kann man den denn nicht festhalten? Ja, super. Jetzt werden wir hier wieder ausgespielt. Ich kenne das schon. Hallo, meine Güte, hier kein Reaktionsvermögen da. Ja, warte einfach, bis er den Ball nimmt. Das ist also ein Quark hier, da kann man nicht zum Ball gehen. Weil der Computer sich wieder sagt, nee, den darfst du nicht kriegen, den Ball. Ist nicht, bleibt der Spieler wieder stehen. Mann, Mann, ich reg mich hier schon wieder so künstlich auf, also, meine Güte. So, Blaschi, den müssen wir auch schnellstens dann runternehmen gegen Bakalli. Einfach nur, damit er hier nicht noch... eine gelb-rote kassiert. Wäre in dem Spiel wirklich nicht zu hoffen. Und da ist er drin, wieder mit einem Außenrissschuss und wieder von außen reingelaufen. Aubameyang mit dem 1:0. 10. Saisontor. Und jetzt, Leute, von mir aus mauert. Wir müssen es jetzt endlich mal schaffen, wieder mal so wirklich sicher ein Spiel zu gewinnen. Die letzten beiden ja hier mit einem Unentschieden. Ich glaube, das letzte Unentschieden war ja noch ziemlich interessant mit einem 3:3. Das davor gegen die Bayern war halt mit einem 0:0 nicht so toll anzusehen, glaube ich. Beziehungsweise könnte sogar eine andere Reihenfolge gewesen sein. Ich glaube, davor hatten wir das Spiel gegen Wolfsburg und jetzt zuletzt wieder ein Bayern-Spiel. Gut, Levy. Aubameyang. Und zurück auf Levy. Der darf aber nicht schießen. Schade. War ein guter
eine gute Staffette, aber leider kommt er da nicht wirklich an den Ball ran, weil Dante da aufgepasst hat. Mann, Mann. Die Bayern sind schon eine Nummer für sich. Die spielen ja auch nicht unbedingt jetzt total super Fußball, ne? Also hier in dem Spiel jetzt, ganz ehrlich. Wenn man das mal so nimmt. Aber die Karten sind dann doch oftmals für die Bayern hier ausgelegt. Vor allen Dingen, wenn die Pässe immer nicht dahin kommen, wo man die hinspielt. Das kann nicht wahr sein. Wo spielst du den Pass hin? Oh, Mann, Mann, da muss ich mich aufregen. Das ist so. Weil ich passe dann ganz sicheren Pass, ja, und er spielt den irgendwo hin, wo niemand ist, der da überhaupt den Ball vernünftig annehmen kann. Schreckliche Sache. Und deswegen gibt es von mir immer so ein paar kleine Aufreger. Muss sein. So, jetzt geht er ran. Und den Pass, der kommt auch an. So, gib mir den Spieler. Viel zu spät. Wer war das? Şahin. Kommen wir nicht ran. Tja. Der Gegner hätte ihn gehabt, weil wir können uns ja nicht bewegen. Der Gegner kann das. So, Reus. Ja, jetzt spielen sie hier hinten irgendeinen Quark. Ja, das ist ein Foul. Mensch, pfeif doch mal ein Foul ab. Junge, das ist ein eindeutiges Foul. Wir sind auf dem Weg zum Tor und der zieht uns da die Beine weg. Das ist hier vollkommen Schnuppe. Ich weiß nicht, was da manchmal in der Erkennung hier fehlt. Es ist echt schlimm. Also oftmals ist es einfach, weil der Gegner nichts gedrückt hat, aber der drückt der Gegner ja was. Also sozusagen, ja, muss er nichts drücken dafür, aber der macht eine aktive Aktion und trotzdem passiert da gar nichts. Verstehe ich nicht. Ist mir zu hoch. So, wir spielen ein bisschen auf Nummer sicher, habe ich ja gesagt. Wir wollen jetzt hier den Sieg haben. Wie wir siegen, ist vollkommen egal, denn wir haben sowieso nur dann eine Chance, wenn Bayern die restliche Saison sozusagen ziemlich verhaut. Ansonsten, was die Tordifferenz angeht, das ist alles vollkommen egal, haben wir ja schon mal durchgeguckt. Die haben, glaube ich, eine Tordifferenz von 50 oder so und wir sind bei 30. Und Aubameyang darf ihn wieder nicht reinmachen. Schön, schön. Ich glaube, aufs andere Eck wäre besser gewesen, aber ob wir da noch hätten hinschießen können, ist die Frage. So, Schmelle mit der Ecke und nix ist draus geworden. So. Hoch mit dem Ball. So, wir hätten jetzt bei der Ecke hier auch auswechseln müssen. Jetzt können wir auswechseln. Gut, 70. Minute, das passt eigentlich. Blaschi müssen wir runternehmen, weil er die gelbe hat, sonst wäre er noch relativ fit eigentlich. Da nehmen wir Bakalli drauf. Wir bringen mal wieder unseren Joker-Duksch und ansonsten haben wir hier noch Reus, der relativ wenig fit ist. Und ja, so haben wir jetzt hier im Endeffekt 4 nominelle Stürmer auf dem Platz. Dann bin ich gespannt. Da muss es ja eigentlich offensiver hier vonstatten gehen für uns. Allerdings haben wir dadurch dann defensiv auch ein paar Problemchen. Normalerweise stellt man in so einer Situation ja das System um, dass man die Führung auch über die Zeit bringt. Aber ihr kennt mich, ich habe da nicht so viel von. Natürlich spiele ich mehr auf Zeit, das ist klar. Viel defensiver auch, aber ich will trotzdem Tore machen. Ich spiele hier immerhin gegen Bayern. Wenn man gegen Bayern Tore macht, ist das natürlich besonders schön. So, Piszczek, du hast jetzt erstmal ein bisschen Platz. Schön, dass du da wieder nicht rankommst, Aubameyang. Irgendwie, wo passt du da wieder hin? Oh Mann. Irgendwie ist der Aubameyang, was Pässe angeht, ziemlich schlecht auf dem Damm. Das muss man echt sagen. Also, Bälle annehmen und Bälle verteilen, das kann er gar nicht. Also, als offensiver Mittelfeldspieler nicht so wirklich geeignet, muss man sagen. Wo spielst du hin? Der soll nach vorne. Meine Güte. Diese Pässe, das ist schrecklich hier. Das ist wieder hier so ein typisches Passgenauigkeit-Null-Spiel. Hau ab. Oh, Duksch. Wieder mal mit einem Seitfalz hier. Hat er ja schon mal einen reingemacht, von daher, er darf das ja. Aber demnächst vielleicht ein bisschen gefährlicher wäre ganz gut. Ein bisschen höher spielen, dass er vielleicht nur ins Auslenken kann oder so. So, und Brumar darf durchstarten. Der ist ja schnell, der Kollege. Das wissen wir ja von ihm. Ja, aber leider, die Flanke konnten wir jetzt nicht nochmal in die Richtung lenken, weil dann wäre die nicht mehr so gekommen. Dann wäre der Gegner da rangekommen und wir nähern uns jetzt hier dem Ende des Spiels. Ich hoffe, dass wir es echt schaffen, das Ding auch zu gewinnen. Was war denn das? Kann denn da durchpassen durch uns? So, Piszczek wieder. Er immer der Mann hier, der die Dinger da hinten so ein bisschen verwalten darf.
So, Duxch auf Bender, Bender auf Piszczek und Piszczek darf jetzt da vorne den Aubameyang anspielen. Nein, was machst du denn da immer, Mensch? Der kann überhaupt gar keine Pässe mehr spielen, der Aubameyang. Ist echt schrecklich geworden. Was machst denn du? Also Leute, mach doch mal das, was ich drücke hier. Ich drücke ganz leicht auf die Taste und hau das Ding hier kilometerweit ins Aus rein. Ist schon ein bisschen komisch gerade, diesen ganzen Pässen. Mit der Passverteilung und so weiter. Ja, super, dass ich da keinen Spieler bekomme. Und dass da auch keiner automatisch mal irgendwie in die Nähe des Spielers kommt, der da den Ball hat. Ja, das war natürlich ein schlechter Pass hier. Den werden wir natürlich für unseren Spielaufbau nutzen. Ja, oder auch nicht. Weil Brumar anscheinend hier momentan schläft oder so. Weil eigentlich ist das ja ein wirklich schneller Mann. Normalerweise muss der solche Bälle auch mitnehmen. So, jetzt haben wir es gewonnen. 1:0. Ich habe extra vorher nicht wirklich was in die Richtung gesagt. Jetzt haben wir das Ding hier wirklich für uns entschieden. Super. Sokrates war der beste Mann. Ansonsten, ja, eigentlich eher so defensiv waren wir besser aufgestellt. Aubameyang war hier wohl gut, warum auch immer. Die Pässe, möchte ich sagen, waren schlecht. Er hat wirklich nur zwei verhauen. Das waren die, die ich erwähnt habe anscheinend. Also es kam mir wirklich anders vor bei ihm. Vielleicht hat er die auch gar nicht erst gekriegt, das wird gewesen sein. Er hatte die wahrscheinlich gar nicht erst bekommen. Das war ja größtenteils sein Problem. Ich mache mir Gedanken, Trainer. Ja, dann mach das. Mir liegt da was auf der Seele. Die Gerüchte in letzter Zeit in den Medien kursieren haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich wollte sie einfach bitten, mir nochmal die Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. Du spielst normalerweise. Das Ding ist, ich kann bei so einer Woche hier, wo ganz viele Spiele sind, dich nicht immer spielen lassen. So, wir haben jetzt weiterhin 8 Punkte wahrscheinlich Unterschied. Ich werde es nochmal durchlaufen lassen, damit wir das nochmal gucken können. Ob jetzt wirklich 8 Punkte oder 11. Quatsch, 8 Punkte oder 5, aber ja, es wird immer noch nicht aktualisiert. Bayern hat wohl das Spiel erst ganz, ganz spät. Das heißt, es wird ja so oder so spannend. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.